Eins, zwei. Hallo, mein Name ist Philipp Meichel. Ich bin PGA Teaching Professional am Grazer Golf Club in Thal bei Graz und ich möchte dir helfen, dein Spiel zu verbessern. Ganz speziell möchte ich dir heute zeigen, wie du in zwei einfachen Schritten die perfekte Ausholbewegung im Golfsport erlernen kannst. Viel Spaß! Um nun die perfekte Ausholbewegung in zwei ganz einfachen Schritten erlernen zu können, brauchst du zwei Dinge. Nummer eins einen Tourstick und Nummer zwei einen Schläger. Wie schaut die Übung aus? Und zwar gilt es hier wirklich zwei Schritte, die aber allerdings ganz genau zu beachten. Punkt Nummer eins, wir greifen mal den Tourstick hier am Schläger dazu, sodass er wirklich auf der linken Seite, wie ich schon in einigen anderen Videos erwähnt habe, auf der linken Seite an meinem Körper vorbeigeht. Schritt Nummer 1 der perfekten Ausholbewegung schaut folgendermaßen aus. Ich möchte gerne, dass du den Tourstick bis zu deinem linken Knie nach unten rutschen lässt. Was dabei ganz wichtig ist, setz wiederum die Körperdrehung ein und schau aber, dass der Tourstick wirklich an deinem Oberschenkel dran bleibt. Bis man am linken Knie angekommen ist. Nun werde ich das Ganze auch noch einmal down the line von der Seite demonstrieren. Wir sind hier. Über die Körperdrehung bringe ich den Schläger nach hinten. Mein Tourstick rutscht den linken Oberschenkel entlang runter bis zum Knie und ich lande in dieser Position. Schritt Nummer 1, schon fertig. Punkt Nummer 2, der wichtig ist, und dazu habe ich mir jetzt nur, um das Ganze etwas zu verdeutlichen, einen zweiten Tourstick aufgelegt. Der soll nichts anderes simulieren als unsere Ball-Ziellinie. Schritt Nummer 2 ist folgender. Wir sind hier im Setup, bis zum Knie lassen wir den Tourstick nach wie vor runterrutschen. Punkt Nummer 2, wir schauen, dass der Tourstick auf die Ball-Ziellinie zeigt. Nochmal runter, runterrutschen lassen bis zum Knie und danach Tourstick auf die Ballziellinie zeigen lassen. Und schon sind wir hier in einer perfekten Position. Der Körper ist gut gedreht, der Schläger ist in einer super Position und ich kann aus dieser Position den Schläger nach vorne beschleunigen, ohne ihn irgendwie manipulieren zu müssen. Noch einmal ganz kurz zur Wiederholung, zwei Schritte für die perfekte Ausholbewegung. Nummer 1, Tourstick bis zum Knie runterrutschen lassen. Nummer 2, Tourstick auf die Ballziellinie zeigen lassen. 1, 2. 1, 2. Sollte das Ganze schon einigermaßen gut funktionieren, versuche es in einer fließenden Bewegung. Und sollte das wiederum schon funktionieren, dann raus auf die Driving Range und genau mit dem Gefühl Bälle schlagen. Ich hoffe, dir hat mein Video gefallen. Ganz ein einfaches Video, wie man eben oben in eine perfekte Position kommt, beziehungsweise wie man eine perfekte Ausholbewegung hinbekommt. In zwei ganz einfachen Schritten. Sollte dir mein Video gefallen haben, würde ich mich riesig freuen, wenn du mir ein Gefällt mir dalässt, wenn du meinen Kanal abonnierst, um immer up to date zu bleiben. Und wenn du vielleicht unten in die Kommentare reinschreibst, wie es dir mit der Übung ergangen ist. Würde mich nämlich persönlich jetzt wahnsinnig interessieren. In diesem Sinne wünsche ich dir viel Spaß, ein schönes Spiel. Ciao.